Wildes Aufstiegsrennen in der zweiten Liga, Geldstrafe für den BVB, Nagelsmann zu den Spurs. Gude, mein Name ist Niklas und ich bin wieder hier, wie Marius Müller-Westernhagen. Heißt er so? Ja, so heißt er. Hier sind die Daily News. Wenn Greuther Fürth an einem Montagabend gegen Holstein Kiel gewinnt, dann ist das normalerweise keine Sache, die wir am Dienstag in den Daily News erzählen, weil, ja, sagen wir mal ehrlich, so spannend klingt es auf den ersten Blick gar nicht, aber verdammt spannend ist jetzt das Aufstiegsrennen in der zweiten Bundesliga. Wir befinden uns nämlich in der absurden Konstellation, dass Hamburg, Fürth, Bochum und Kiel allesamt 42 Punkte haben. 42 oder? Ja, ne, nicht 22. Allesamt 42 Punkte haben und nur durchs Torverhältnis getrennt werden. Das heißt, es ist im Prinzip aktuell überhaupt nicht vorauszusagen, wer am Ende wo landen wird. Wer ganz schön aufpassen muss, auch wenn sie aktuell noch Tabellenführer sind, ist der HSV. Der HSV hat nämlich nur 2 Punkte aus den letzten 3 Spielen geholt. Zuletzt gegen Würzburg, ja, eine ziemlich schlechte Figur abgegeben, da auch verloren. Und das kommende Programm könnte schon sehr, sehr entscheidend sein, denn in den nächsten 3 Spielen wartet auf den HSV St. Pauli, Kiel und eben Bochum. Das heißt, das sind alles richtige Do-or-Die-Spiele für die Mannschaft von Daniel Thionet. Und es wäre schon sehr, sehr bitter, wenn am Ende wieder mal der 4. Platz herausspringen würde. Wenig überraschend hat der BVB das Revierderby am Wochenende gegen Schalke 04 sehr, sehr deutlich gewonnen mit 4:0. Das war ein Sieg mit Ansage, aber ein Derby ist eben immer noch ein Derby. Entsprechend haben sich einige Fans gefreut oder zumindest ein bisschen zu sehr gefreut für die aktuellen Umstände. 150 bis 200 Fans, so die Schätzungen, haben den Bus der Dortmunder in Empfang genommen und beschrien mit dem Ausruf ja, ja, ja und dabei leider sehr eng beieinander gestanden und auch verhäuft keine Masken getragen oder einige von ihm auf jeden Fall keine Masken getragen. Und das ist jetzt geahndet worden von Seiten der DFL. Das ist belegt worden mit einer Geldstrafe in Höhe von 75.000 Euro, was schon ein ordentlicher Batzen Geld ist. Nicht verglichen zu irgendwelchen Wochengehältern von irgendwelchen Fußballspielern, aber so für sich genommen trotzdem eine ordentliche Summe. Kurios ist daran so ein bisschen die Begründung, die der DFL für die Geldstrafe, oder als Begründung für diese Geldstrafe angegeben hat, nämlich, ich zitiere, die Spieler feierten, quote unquote, im Mannschaftsbus ohne Abstand und Mund-Nasen-Schutz. Die Frage ist natürlich, sind die dauergetesteten Spieler das Problem oder die Leute, die ungetestet sind und sich vor diesem Bus versammelt haben? So oder so, der BVB hat die Geldstrafe bereits akzeptiert, hat sich natürlich auch schon für die ganze Sache entschuldigt und wir gehen davon aus, dass sie die Zahlung von 75.000 Euro gerade so überleben werden. José Mourinho ist, ja, wen wundert's, immer noch der Meinung, dass sich seine Trainerqualitäten vor keinem anderen Coach auf dieser Welt verstecken müssen. Ich stimme ihm da heimlich auch zu. Aber ja, die Ergebnisse stimmen aktuell einfach nicht bei Tottenham. 4 der letzten 5 Ligaspiele haben die Spurs verloren. Tottenham steckt seit Wochen in einer richtig tiefen, schweren Krise. Und es heißt zwar, dass Mourinho noch Kredit im Verein genießt und dass eine Entlassung jetzt nicht akut bevorsteht, aber wenn The Special One es nicht schafft, das Ruder herumzureißen, dann wird Tottenham wohl nicht drum herum kommen, eine Trennung in die Wege zu leiten. Und wenn das der Fall sein sollte, so berichtet es der Telegraph, dann soll wohl Julian Nagelsmann der Wunschkandidat der Londoner sein. Die Frage ist natürlich, ob Julian Nagelsmann zum jetzigen Zeitpunkt nicht fast schon in Anführungszeichen zu groß, zu erfolgreich für Tottenham ist, nicht eventuell sogar andere Optionen für den Leipzig-Coach auf den Tisch kommen werden. Fakt ist aber, dass, so heißt es zumindest, dann ist es auch eigentlich kein Fakt, okay, es ist kein Fakt, aber es heißt zumindest, dass Julian Nagelsmann sich gut vorstellen kann, seine Laufbahn, seine Karriere in der Premier League fortzusetzen. Und mal ehrlich, Klopp in Liverpool, Tuchel in Chelsea und Nagelsmann bei Tottenham, das hätte schon was. Rein rechnerisch ist der Abstieg von Schalke 04 zwar noch keine beschlossene Sache, aber man darf, glaube ich, davon ausgehen, dass auf Schalke mittlerweile damit geplant wird, in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga zu spielen. Und das bedeutet natürlich einen krassen Umbruch. Nicht nur auf der Kaderebene, sondern auch auf der sportlichen Entscheidungsebene. Da ist ja mittlerweile schon klar, es steht ja schon länger fest jetzt, dass Jochen Schneider, was ja der Wunsch vieler, vieler Fans war, im kommenden Sommer oder nach der Saison als Sportvorstand auf Schalke aufhört. Das ist aber natürlich ein Posten, der dann neu besetzt werden müsste. Und dafür gibt es wohl ein paar Kandidaten. Einer von diesen Kandidaten, die wohl auf Schalke zumindest im Gespräch waren, hat jetzt, so kann man es eigentlich sehen, abgesagt. Das ist Rachid Azouzi, der aktuell Geschäftsführer Sport in Greuther Fürth ist, die ja mittendrin stecken im Aufstiegsrennen in der zweiten Bundesliga. Und der hat gestern im Rahmen der Partie Fürth gegen Kiel am Mikrofon von Sky gesagt, ich zitiere, es gab zwar vor längerer Zeit ein Gespräch, aber damals habe ich in Fürth unterschrieben, nun bin ich stolz, hier zu sein.
Das ist jetzt kein hundertprozentig klares Dementi, aber so äußert sich eigentlich nicht jemand, der in 3 Wochen eine Kehrtwende macht. Und man muss ja auch ehrlich sein, wenn Fürth vielleicht sogar tatsächlich den Aufstieg in die Bundesliga schaffen sollte, dann dürfte sich Asusi auch dreimal überlegen, ob er dann so schnell den Verein wechseln möchte. Trainer zurückgetreten, bevor er entlassen werden konnte, gefühltes Trainingsgelände in Schutt und Asche gelegt worden. Da war in den letzten Tagen und Wochen einiges los bei Olympique Marseille, bei denen es sportlich zurzeit so gar nicht läuft. Und weil eben Andrej Villas-Boas Geschichte ist, muss jetzt ein neuer Coach her. Die Gerüchte waren in den letzten Tagen schon heiß um Jorge Sampaoli und mittlerweile kann man eigentlich sagen, dass es feststeht, dass der argentinische Coach in Frankreich anfangen wird, bei OM anheuern wird. Das ist zwar noch nicht von offizieller Vereinsseite bestätigt worden, aber Sampaoli war bis zuletzt in Brasilien aktiv als Trainer bei Atlético Mineiro und hat dort gestern Abend mehr oder weniger eine Art Abschiedsbrief veröffentlicht und verkündet, dass er den brasilianischen Club verlassen wird. Man wartet im Prinzip jetzt nur noch darauf, dass Sampaoli dann letztendlich offiziell im safe vorgestellt wird, wo er dann einen Vertrag bis 2023 unterschreiben soll. Und das war's auch schon wieder mit den Daily News für heute. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Was auf jeden Fall Spaß machen wird, sind die beiden Spiele heute Abend. In der Champions League geht es nämlich weiter mit Lazio Rom gegen den FC Bayern und Atletico Madrid gegen den FC Chelsea. Fußballherz, was willst du mehr? Gut, vielleicht ein paar Fans im Stadion. Aber ansonsten viel Spaß mit der Königsklasse.